Okay, was können wir hier kaputt machen? Oh. Tower, Tower. Geh mal auf Seite. Tower. Bam. Oh. Technisches Zeug braucht keiner. Aua, was tust du? Ich räume hier auf. Das tut wirklich weh. Bist du nicht darauf programmiert, gute Stimmung zu verbreiten? Aber, herrlich, wie du die Belastungsfähigkeit meiner Empfindungsfunktion auslotest. Hab ich gern gemacht. Oh, gemein. Frage ist, können wir irgendwas machen? Datasettenschlitz, Schalter, Computer. Können wir damit irgendwas machen? Den hier reinsetzen? Was? Das geht wirklich? Was tust du denn da? Mir wird mit einem Mal so... Ich sorge dafür, dass du dich an meinen Punktestand erinnerst. Ich brauche die 10.000 Spaßpunkte, um den Ältestenrat einzuberufen. Hui, das klingt witzig. Was sind Spaßpunkte? Was Spaßpunkte sind? Sag mal, ist bei dir jetzt endgültig die Sicherung lose? Kann sein. Mir ist ganz seltsam. Ich glaube, da stimmt was mit meiner Festplatte nicht. Kannst du mal gucken? Also, ich kann keinen Fehler erkennen. Im Grunde kann ich hier sowieso überhaupt nichts erkennen. Das liegt bestimmt daran, dass du meine Datenbank formatiert hast. Was hab ich? Wusch! Alles weg. Aber hey, nicht so schlimm. Das meiste war eh nur Ballast. Dienstbordsteuerung, Sicherheitsprotokolle, Gencodes von ausgestorbenen Tierarten. Wer es braucht? Ausgestorbene Tierarten? Ja, sicher, Elysium ist immerhin sowas wie eine Arche. Aber keine Sorge, die Datenbank lässt sich ratzfatz wieder auffüllen. Du musst die Tiere einfach nur wieder einzeln einscannen. Warte, ich schalte dir den Scanner ein. Beep. Siehst du? Halb so wild. Und was ist mit der Spaßpunkttabelle? Yeah! Ratzefatze! Wieso? Na, weil ich doch 10.000 Punkte brauche. Ach ja. Warte kurz. So. 10.000 Spaßpunkte sind eingetragen. Wie jetzt? Echt? Na klar. Ohne störende Sicherheitsprotokolle gar kein Ding. Ist doch okay für dich, oder? Worauf du einen lassen kannst. Aber gerne. Trink. Wasservorräte werden abgelassen. Party! Ronny, was machst du? Können wir hier jetzt was machen? Ronny, was machst du? Warte, da ist ein Knochen. Ah, hier, immer noch nicht. Was? Warte mal. Da war was Neues. Das Tolle daran, ja. Wenn du eine passende Gencode... Ach ja, okay, das hatten wir doch schon. Ist da ein Knopf? Da ist ein Knopf und ich kann nicht draufdrücken. Das ist voll gemein. Scanner! Können wir was in den Scanner legen? Die Echsenhaut zum Beispiel? Geht das? Geh schneller. Scanner-DNA-Probe. Erkenne Spezies. Test Speichelvaran. Update Datenbank und drücke Sicherungsdatasette. Ach was. Du verarschst uns doch. Das ist, als würde jemand neben dir sitzen und einen Computer nachmachen. Und wo ist meine... Ach, da. So. Können wir die jetzt da rein... Ich weiß gar nicht, was wir damit machen können. Da rein vielleicht? Geht das vielleicht? Können wir uns dann noch einen Pestspeichel daran klonen? Voll süß. Warum? Chill out, Sohn. Warte mal, was ist denn, wenn wir... wenn wir den hier reinsetzen? Oh, was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Bist du irre? Das ist doch gar nicht flauschig genug. Oh, wir müssen ihn flauschig machen. Nimm das sofort wieder weg, bevor es noch jemand sieht. Mit den Flauschekrüken? Wir müssen den irgendwie flauschig machen. Vielleicht können wir die aneinander nähen. Oh.
Warte mal, hier gab es noch irgendwo andere Schlitze. Hier war ausnahmsweise keiner, aber in der Cocktailbar meine ich. Ja, da. Kann der da tanzen dann oder was passiert hier? Wer ist das eigentlich? Buh! Was soll denn das für ein Clown sein? Der ist ja nicht einmal bunt. Ich habe mein Publikum enttäuscht. Ich fühle mich wie ein Bündel Schmutzwäsche. Okay, wir müssen ihn irgendwie... Jetzt ist was für ein miserables Ende. Buh! Warum skippt der? Wir müssen den irgendwie lustig und flauschig kriegen. Hallo, ich habe 10.000 Punkte. Was sitzt du hier rum? Ich habe 10.000 Spaßpunkte und verlange meine Audienz. Oh, Gratulation. Aber ich bin hier gerade unabkömmlich. Was? Irgendetwas stimmt mit den Gastrobots nicht. Den Gästen wird Essen und Trinken in geselligem Ambiente versprochen. Nö. Aber das Essen ist ungenießbar. Schau her. Wo hat er sich... Und in den 4CL-Drinks schwimmen Fische. Solange diese Probleme nicht beseitigt sind, hat meine Anwesenheit hier oberste Priorität. Kann ich das haben? Kann ich das haben? Riesenmart, auch so, ist sie putzig. Das ist jetzt Chefsache. Was bist denn du? Recht so. Entferne diese Monstrosität aus meinem Blickfeld, bevor es noch die anderen Gäste sehen. Solange hier nicht wieder qualitativ hochwertige Speisen serviert werden, bleibt diese Lokalität geschlossen. Was bist denn du? Och nee. Gerade hatte ich alle Maden aus dem Mantel entfernt. Aber die ist doch groß und handlich. Guck mal. Ich muss meine Sachen nicht desinfizieren. Da sind nur die Bakterien aus meinem Mantel drauf. Und die können mir schon lange nichts mehr anhaben. Bist schon immun, hä? Nanu, Toni hatte recht. Nicht alles ist lustiger mit Monsterfußpantoffeln. Hm. Ich muss mich wohl doch beim Bestattungsdienst entschuldigen. Oh, Rufus. Nicht doch. Das wäre ja Amtsmissbrauch. Wie? Das hat dich doch sonst nicht gestört. Ich will nicht so enden wie Toni. Die hat mir auch immer alles madig gemacht. Oh, das war schlecht. Ohne mich hier als Gott aufspielen zu wollen. Aber brauchen wir wirklich Maden in unserem neuen Pool? Die ist doch süß. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich das zu einem Gen-Drink Pool und Mixer. Ich habe Angst. Oh Gott, Agathe. Ich kann den Drink nicht in den Mixer schütten, solange mich dieser alkoholabhängige Fisch mit seinen niedlichen Junkie-Augen anglupscht. Halte durch, kleiner Tackleberry Finn. Ich mixe dir ein neues Heim. Und es wäre doch gelacht, wenn dabei nicht auch noch ein Drink für den alten Knacker da vorne rausspringt. Was? Glas nehmen? Nein, stopp! Tackleberry Finn, da... Okay, Tackleberry Finn darf nicht in den Mixer. Und geht der jetzt hier rein? So. Nee. Aha. Ich wusste doch, dass er mir ein Bart verloren gegangen ist. So. Ein 4CL-Drink ohne Tackleberry Finn. Hier, bitte sehr. Ein komplett fischfreier Drink. Tatsache! Ich wusste, es würde sich auszahlen, dass ich mich persönlich um dieses Problem kümmere. Na toll. Können wir... Oh nein, das... Ach komm, probieren wir es aus. Was? Schade, das ist zu groß. Ach Gott sei Dank. Ich hatte gerade... ich dachte schon, was habe ich getan? Können wir das da draufsetzen? Guck mal. Dafür brauche ich... Ja. Dafür brauche ich... Nee. Ich gehe nochmal zum Computerkern. Und können wir den in den Scanner legen?
Irgendwas müssen wir mit dieser Made doch machen können. Ohne mich hier als... Mensch, wir sind doch jetzt so weit gekommen. Warum? Gehen wir doch nochmal in die Chill-Out-Zone. Ach, der ist fertig. Bald ist die rosafarbene... Kann man dir helfen? Was ist das Weiße? Ich dachte, das wäre ein Handtuch. Nein, meine Massage ist noch nicht beendet. Irgendwas scheint mit den Robo-Bediensteten nicht zu stimmen. Igitt, eine Massage. Tut das wirklich Not? Ja, aber keine Bange. Von einem Streichholzmännchen wie dir würde ich mich eh nicht massieren lassen. Deine Hände sind viel zu zierlich. Oh, du hast Frauenhändchen. Aber vielleicht mit den Monsterhänden. Oh mein Gott, das geht. Sofort! Heißt das, du kommst endlich mit? Falsch! Meine Rückenhaare müssen erst... Das ist nicht dein Ernst. Sehe ich so aus, als würde ich Späße machen? Zumindest wie etwas, was ich mal im Zirkus gesehen habe. Das hatten wir doch schon mit Rasieren und Waxen und... Ach Leute, bei Dedelic. Was denkt ihr denn? Dass ich alten Männer den Rücken enthaaren möchte? Wir haben... Komm, das muss gehen. Aua! Ist das heiß? Schnauze, das muss so. Können wir das jetzt einfach abziehen? Aua! So, fertig. Was hältst du davon? Kommst du jetzt endlich mit? Nein, ich glaube, ich habe mir bei der Prozedur eben einen Nerv eingeklemmt. Ich bestehe auf eine weitere Massage. Wenn du mich zum Heulen bringen willst, gleich hast du es geschafft. Rücken, Haar, Sample. Warte mal, ein Sample. Ich hätte da eine Idee, wen wir... Ach nee, das geht ja immer noch nicht. Ach, dieses Ganze. Ja, wem wir ein Sample geben können. Warte mal, das war doch hier, oder? Können wir... Warte mal, geht's auch hier? Wir können auch direkt hier lang gehen. Unseren besten Freunden, Henna und Tenna? Wie wäre es mit diesen Silberrücken-Gorilla-Rückenhaaren? Oh ja, das ist hübsch. Ja. Und männlich ist es auch. So weich. Und edel. Außerdem ist Silber gerade voll in. Trotzdem irgendwie zeitlos. Dann ist es entschieden. Endlich. Hier, behalte diese Stoffproben. Ach was. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Können wir die jetzt... Warte mal, wir haben... Leo, Zobelstreifen und Stinkmuffelmus. Können wir damit unseren, warte mal. Unseren kleinen Freund aufmutzen? Weiß nur nicht. Leo-Muster? Scannen DNA-Probe. Keine Spezies erkannt. Die Probe ist synthetisch. Na, war ja klar. Aber die ist jetzt drinne. Müssen wir die alle reinscannen? Hätte ich davor... Scanne DNA-Probe. Brrr. Wiep. Erkenne Spezies. Zobelstreifenbär. Update Datenbank und Sicherungsdatasette. Wird uns verarschen. So, die Datasette. Und Stinkmuffel. Scanne DNA-Probe. Keine Spezies erkannt. Die Probe ist synthetisch. Und wieder eine Niete. Scanne DNA-Probe. Hey, hey, das war meine Hand. Erkenne Spezies. Clown-Klon. Was? Bitte was? Du rubrizierst mich unter Clown-Klon? Ah. Update Datenbank und drücke Sicherungsdatasette.
Erde. Das ist ja unerhört. Okay, jetzt haben wir 1, 2 und 3. Wo die netterweise nicht draufgeschrieben haben, was... chill out. Die Frage ist jetzt... Ah, warte mal, können wir da jetzt was zum Beispiel... Das hatte ich eben gar nicht versucht. Eins. Och, nee. Was ist denn da da? Und... Ach, das ist der Clown. Was ist da? Oh, Verknüffelchen. Gemüt, Extremität, Behaarung, Statur. Hä? Hä? Nee. Ich will das hier. Ist das süß? Frage ist nur, was müssen wir hier? Statur? Ich bin völlig ratlos. Muss ich jetzt irgendwas... habe ich das jetzt abgespeichert? Warte mal. Warte mal, was ist denn, wenn... Das war die Einser, oder? Warte mal. Was passiert denn jetzt, wenn ich das hier einstecke? Nee! Was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Oh ja. Nein! Das ist genau richtig. Es ist flauschig, hat Zobelstreifen und zu aggressiv ist es auch nicht. Mist! Ich hätte das mal... Welch Wonne! Ich hätte das mal lieber noch ausprobieren sollen. Was? Ach Mist! Ach Mist! Können wir jetzt mit ihm reden? Stimmt. Danke, unbekannter elysianischer Bürger mit frappierender Ähnlichkeit zu unserem Klonbediensteten und Inspektor Cletus. Du hast einen alten Mann sehr glücklich gemacht. Heißt das, du kommst endlich mit zum Ältestenrat? Natürlich, Junge. Sag einfach Bescheid, wenn du die anderen beiden überzeugt hast. Warte mal, können wir die jetzt trotzdem noch? Können wir da, denn wir haben doch noch zwei Datasetten. Können wir damit noch rumspielen? Da haben wir jetzt den Clown. Und wir haben... Halt das Ding. Ich weiß nicht, was es ist. Ich kann es euch nicht sagen. Okay, Gemüt. Ich weiß gar nicht, was das darstellen soll. Behaarung. Ach, können das Schuppen sein? Oder sind das Pickel? Ich weiß es gar nicht. Komm, wir versuchen es mal so. Ich weiß zwar nicht, was wir damit machen sollen, aber... Oh, die tun mir so leid. Die gucken wie Opfi-Pieps. Warte mal, wo war das denn nochmal? Hier konnten wir was klauen. Jetzt weiß ich aber nicht, auf welcher... Ich glaube, da war ein Clown drin. Gucken wir mal. Vielleicht klappt das ja. Komm. Na? Was?
Was soll denn das für ein Clown sein? Der ist ja nicht einmal bunt. Ich habe mein Publikum. Okay. Versuchen wir mal die andere. Jetzt. Was? Was ist denn hiermit? Gucken wir mal, was da passiert. Bravo! Oh ne. Großartig! Da Capo! Da Capo! Ich wusste, dass ich das Zeug zum Erfolgsproduzenten habe. Und dabei habe ich noch nicht mal damit angefangen, Urlaube zu streichen. Ist das gruselig. Aber vielleicht reicht das jetzt für dich, Troy? Ich verlange nun endlich vorgelassen zu werden. Nicht, solange hier kein akzeptables Essen serviert wird. Ich hab so ein böse... Warte, ich hab so eine böse... Nein, nein, bitte nicht. Bitte nicht. Nein! Was? Das kannst du nie machen! Rufus! Nein! Ich weigere mich! Nein!